Ja, der Wald war praktisch immer mein Leben. Schon als Kind haben wir gerne im Wald gegangen. Haben wir Brennholz angefahren mit Leiterwagen. Haben wir 50 Kilometer gefahren von Wasserburg Richtung Babensham, Süderding, Kling. Und es war halt einfach unser Freit. Wir haben es gern gemacht in den Ferien. Und auch später, wie ich fort müssen habe von daheim, haben wir oft wieder gerne im Wald gegangen, besonders in der Adventszeit. Okay, war es einfach schade. Und der Wald war immer, habe immer Interesse gehabt dafür. Ja, und wie ich geheiratet habe, da hat mir einfach die Gegend gefallen, da, die Einhöhle, ne, die Stille. Und habe die Gelegenheit gehabt, dass ich gleich wieder im Wald arbeiten habe können. Das waren früher 52 Tagwerk. Nicht? Ein ganz schöner Blick. Den habe ich immer bewältigt. Habe Holz weggemacht, habe es wieder aufgeforscht, habe durchgeforscht. Einfach alles, was so abfällt. Nicht? Ich war voll ausgearbeitet. Nicht? Bin nebenbei noch in die Arbeit gegangen. Aber es war einfach meine Freude. Eine Freude. Trotz der beengten Wohnverhältnisse. Vier kleine Zimmer, eine Wohnküche. Ohne fließend Wasser und Strom. Der Besitzer des Grund und Bodens ist nicht die Familie Sandl, sondern der nächstgelegene Bauer. Frau Sandl hat nur ein lebenslanges Wohnrecht. Der Eigentümer verweigert bis heute, erst war es der alte, dann der junge Bauer, den Sandls die Genehmigung zur Legung eines Wasser- und Stromanschlusses. Sie sind also auch im Alter ohne all die vielen Annehmlichkeiten und Erleichterungen im Haushalt. Und das nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern ganz nahe im Einzugsbereich einer Großstadt. Und wie hat sich der Wald verändert in den 40 Jahren? Ja, der Wald hat sich völlig gewaltig verändert. Erstens hat er falsch schon an der Aufforstung. Also immer welche da, die das Holz weggeschlagen haben und nichts mehr aufgeforscht, okay, wo total verödet ist. Und auch so, das haben die Wälder nicht mehr, wie wir früher gehabt haben. Okay. Geschlossene Waldungen und schöner Fichtenbestand, vor allem Tannen. Eine Tanne hatte überhaupt keine Lebenschancen mehr. Nicht? Und die Tanne, die war früher schönes Holz wie eine Fichten. Nicht? Glatt gewachsen und war nicht mehr gefragt. Aber die Tanne ist am Aussterben. Eine Tanne braucht eine ganz reine Luft. Man wächst hauptsächlich im Schatten, im Holzschatten. Und auch gegen Rehverbiss. Rehe, wir haben halt mindestens 50% zu viel Rehe. Und eine Rehe, die frisst ja die Tanne im Sommer auch, wenn sie auch keinen Hunger hat. Aber sie neift halt sofort. Gell. Sein Leckerbissen. Ja. Ja. Es ist halt schwer, eine Tanne zu vorbringen. Der Wald, viele Menschen ist gar nichts mehr wert. Selbst die Bauern nicht mehr. Weil der Wald hat immer geheißen, der rendiert sich nicht mehr. Gegen früher die alten Bauern. Ich habe Bauern kennt, mit denen bin ich in den Wald gegangen. Hat er gesagt, ja, weil daheim gehen wir in den Wald. Ich brauche etliche Zockbanken, nicht Schnittholz. Ja, dann haben wir aus. Ja, dann haben wir spaziert, haben wir durchgegangen. Hat den noch geschaut. Ja, den schneiden wir weg. Kaum haben wir die Hack angesetzt gehabt. Ach, lasst man wachsen. Schauen wir woanders. Vielleicht finden wir einen, der wo besser weggeht. Dann haben wir oft stundenlang mal angerannt und haben keinen Baum nicht umgeschnitten.
sind wir wieder so heimgegangen. Haben wir etliche Stangen rausgeschnitten, haben wir wieder heimgegangen. Die alten Bauern, den hat da, jeder Baum hat ihn gereiht. Es waren wenig. Ja, es hat auch gegeben, die was Geld gebracht haben, nicht so davon gekriegt. Da haben die Bauern nicht gut gestanden. Da haben sie wieder, immer wieder aufs Holz zurückgegriffen. Aber der, was nicht gebracht hat, der hat sein Holz aufgespart. Lieber was dazu gekauft, bevor sie was hergegeben hätten. Das waren ja ganz andere Zeiten. Bedrückt es Sie sehr, was mit dem Wald geschieht? Ja, freilich. Ich bin ja praktisch im Wald aufgewachsen und groß geworden. Die meiste Zeit habe ich im Wald verbracht. Das bedrückt mich freilich. Und ich tue mein Möglichstes, dass ich wieder ein Wald nachkommt, ein gesunder Wald. Nicht? Mir ging der Wald praktisch gar nicht so. Nicht? Ich habe bloß die Arbeit damit. Ja. Und ich mache viel. Bitte? Das ist noch fast freiwillig. Ja, ich mache viel umsonst, wo gar nicht bezahlt ist. Gell? Wo andere das sonst nicht machen darf. Nicht? Weil ich sage, der Wald, der ist für alle da. Nicht? Weggabelung steht eine Kapelle. Was hat es mit dieser Kapelle auf sich? Ja, Kapelle. Das war eine schwere Krankheit. Schwere Magenoperation habe ich gehabt. Und überhaupt, ich habe im Krieg einen Lungendurchschuss gehabt, einen schweren. Und da war der rechte Lungenflügel fast lahm. Die Ärzte haben gesagt, 10 Jahre später, dass das die Waldarbeit die beste Medizin ist, gell? Das Hacken und alles und die Luft und das war auch wahr. Gell? Ich habe mich wesentlich mit den Jahren besser gefühlt und dann die Magenkrankheit. Ne? Und da war ich schon 2 Tage im Sterbezimmer gelegen und die Ärzte haben mich schon aufgegeben und das Personal. Und da habe ich das Gelübde gemacht, dass ich Kappe einbaue. Und es war nicht umsonst. Ja, den anderen Tag ist schon aufwärts gegangen. Die Ärzte selber haben das für Wunder gehalten. Die waren auch heraus bei der Einweihung und die barmherzigen Schwestern. Und mit den Jahren, freilich ist es nicht geil gegangen, aber ich habe mich alle wieder eingearbeitet, eingefunden im Wald. Das ist, ich bin oft ausgegangen und wollte ein bisschen arbeiten, aber nach wie wieder haben, was nicht gegangen ist. Gell? Aber ich habe es immer wieder probiert. Und so habe ich mich wieder eingearbeitet. Ich kann nicht sagen, dass ich heute gesund bin. Nein, beileibe nicht. Ich habe immer Magenschmerzen. Aber ich bin so ein Mensch, der wohl im Wald aufgewachsen ist, sozusagen, und ich kann einfach das nicht verlassen. Und wie fühlen Sie sich dann, wenn Sie im Wald sind? Ja, was ganz anders, viel freier. Im Wald ist ja wunderbar. Und gar in der Abwindzeit. Da war ich mal droben. Das war im Abwind, immer so eine Zeit. Ja, da war so ein neblischer Tag. Da habe ich etliche umgeschnitten, da habe ich im Baum aufgesessen. Und hat zu schneien angefangen. Ganz da im Wald und so stark. Das war so schön, so wunderbar schön. Und das ist das, was ich suche, die Ruhe. Kommt auch Kraft aus dem Wald? Kraft? Ja, seelisch, jawohl. Kann man schon auftanken, die Kraft. Man muss das verstehen, man muss auch Freude haben. Ich kann nicht sagen, jetzt gehe ich im Wald, dass man anders wird. Ja, es kommt darauf an, wie man ausgeht im Wald. Nicht? Man sollte mit Freuden ausgehen. Und da kann man auch ausgehen und kann man seine Sorgen loswerden. Man kann mit sich selber reden. Nicht? Und dann gibt es so eine Hand zum Schauen. Das, im Wald kann man einfach die Ruhe finden. Und das sollte erhalten werden. Das sollte jeder mitmachen. Nicht sagen, ja, was geht mit der Wald? Das,
Der Wald ist ja alle da. Der Motorsäg im Wald, das ist ja ganz schlecht. Gell? Da kommt der ganze Benzingestank, der Rauch, der kommt gar nicht aus der Qualm. Der liegt oft tagelang drin. Ja, den Geruch hast du immer noch vom Benzin. Das ist ganz schlecht für den Wald. Wenn es nach mir gegangen war, gab es keinen Motorsäg. Nein. Ich habe 2 Jahre einen Motorsäg gehabt. Und haben wir immer noch mit der Hand geschnitten. Ich und mein Schwager haben wir ihn aus. Jetzt ist er gestorben. Mit dem Motorsäg. Haben wir es probiert, haben wir einen Tag geschnitten. Da haben wir gesagt, den lassen wir wieder daheim. Weil der Lärm, der draußen war, gell, du hast keinen Vogel nicht mehr gehört, nichts mehr. Und auch der Benzin verbraucht, das ist uns alles teuer gekommen. Ich habe dort eine gute, also Schwedensäge gekauft. Und da haben wir genau, wenn der Baum angeschlagen war, haben wir auch in 5 Minuten umgeschnitten, also einen Kubikmeter Baum. Und überhaupt den Baum angeschlagen. Das war auch früher schön, wenn man da zu zweit im Takt geschlagen hat, gell, da so weit geholt hat. Ja, das hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben die Schwedensäge aufgekommen haben, die haben geschnitten wie eine Butter. Da hätten wir überhaupt keine Motorsäge gebracht. Ja, und war so still im Wald. Ursprünglich wollte ich ja Vater werden, Missionär. Ja, Afrika war immer mein Traum, gell, vom Krieg schon. Und der Stadtpfarrer damals, der hätte auch das unterstützt. Aber wie ich schon gesagt habe, da ist noch meine Mutter ist ja schon gestorben in mein Kindsbett. Gell. Und meine Großmutter hat mich aufgezogen. Und zu der habe ich meine Mutter gesagt. Gell. Und ich ist im März gestorben und im April bin ich aus der Schule gekommen, 36. Ja, und was ist übrig geblieben, als wir zu den Bauern aus. Gell. Und dann ist nichts mehr geworden. Und da, mei. Es ist schlecht, wenn man da drüber denkt. Aber ich hab's nicht bereit. Nein, ich hab's nicht bereit. Und dann. Fürster, da hat mir die Schule gefallen. Wenn die Mutter noch gelebt hätte, wahrscheinlich hätte ich studieren müssen. Ich war ein guter Schüler. Die 3 waren meine schlechteste Noten. Ja, ich hätte die Schule gepackt. Aber es hat einen Zusammenhang. Und dann gibt es da noch den Garten. Das ist auch so ein Problem. Der ist 4000 Quadratmeter groß.
Das war ein Wildnis, ein ehemaliger Dorfstich. 1952 habe ich da das letzte Mal draufgestochen. Und dann ist nichts mehr gemacht worden. 1970 bin ich da spazieren gegangen auf. Dann haben wir gedacht, da machst du jetzt was, setzt ein paar Reihen Kartoffeln an. Und dann ist das Fleck immer größer geworden, habe immer mehr ausgerodet. Und heute ist der Blumenmeer. Da macht man auch keiner mehr weiter. Das verfolgt alles. Du weißt nicht, wie es dir noch geht. Und von der Familie findet sich keiner, der weitermacht? Von der Familie? Nein. Bis jetzt nicht mehr. Da müsste schon die Zeit schlechter werden. Gell? Das Gemüse wieder gefragt ist. Nicht? Und das Holz, nicht? Brennholz und so. Und der Garten, der verfolgt halt. Das wird noch ein Wald. Ich pflanze schon wieder Laubwald. Nadelholz hinein, nicht, dass es die Stadt zumacht, weniger Blumen. Was würden Sie sich denn wünschen? Was könnte Ihnen denn helfen, dass das alles erhalten bleibt? Dass das erhalten bleibt? Da braucht es einen Idealisten. Es waren genügend da, die am Garten eine Freude haben, ganz bestimmt. Aber für andere Leute ist das zu viel. Nicht? Die Arbeit mag keiner machen, die will ich machen. Vor allem, wenn du, sagen wir, ein junges Ehepaar, ne, und da weitermachst. Die konnten das leicht schaffen. Das war ja schon ein schöner Erholungsplatz. Der, wo der weitermacht, der muss noch den Wald anmachen, das ist klar. Nicht, dass der auch erhalten bleibt, dass er sauber bleibt. Es gab schon welche, aber wo?
Was war für Sie immer wichtig? Was musste stimmen in Ihrem Leben? Was wichtig war? Mhm. Ja, wichtig war, dass es rumgegangen ist, nicht? Dass eine Ordnung da war. Nicht? Dass jeder seine Arbeit gehabt hat, dass man zufrieden war. Nicht? Hat das Geld auch eine Rolle gespielt? Das Geld spielt für alle eine Rolle. Ne? Früher haben wir ja wenig gehabt und heute ist zu viel für manche. Ne? Es gibt da manche, die wirklich arm leben. Ne? Aber den meisten spielt das Geld keine Rolle mehr. Ne? Man hat so viel, dass es umgeht. Ne? Und das ist wichtig? Ja, das ist wichtig. Wir brauchen nicht den Überfluss. Ne? Der Mensch soll sich ja auch was gefreien. Ne? Nicht dahin leben von einem Tag auf den anderen. Da hast du keine Freude mehr. Also Weihnachten, Geburtstag. Du weißt nicht, was schenken sollst. Nicht? Auch Geld schenken, das ist ja der größte Blödsinn. Der Mensch soll sich ja gefreien auf was. Was ich weiter will, wenn ich nicht so weit. Taugt schon, wird schon, wird schon. Ich warte mal, die wird jetzt auch was, gell? Wenn du es nicht wissen sollst, muss ich jetzt gleich was einwarzen. So, das haben wir. Aha. Was ist jetzt? Hätten Sie sich irgendwann mal ein leichteres Leben gewünscht? Eigentlich habe ich nichts Leichtes nicht erwartet, weil ich als Kind auch schon früh arbeiten habe müssen. Ich bin zwei Jahre Schüler, habe ich schon von 6 Uhr früh bis um 6 Uhr noch durchfangen müssen. Ich habe mir eigentlich nie was Leichtes erwünscht, weil ich bin das als Kind auch schon so gewohnt. Ich bin selbst die Kind von alle 6, die uns sind, Simi, nicht die Letzte. Meine Schwester kommt auch heute. Und wie wird es dann werden, wenn Sie doch nicht mehr so viel machen können? Ja, wenn ich nichts mehr arbeiten kann, dann gebe ich alles auf, gebe ich meinen ganzen Garten auf. Die Mütter meinen Garten schon lange aufgeben. Aber noch Dinge wieder, ein bisschen was zu kreien brauchst du auch wieder. Aber wenn ich auch wieder krank bin, dann denke ich mir, leck mich mal den Garten, jetzt mal ich gar nicht mehr rein. Ja, jetzt das da herunten, das mache ich mir schon ein bisschen weniger. Und mir das Garten lasse ich mir schon. Weil da brauche ich Zwiebeln, gelbe Blumen, Petersilie, das brauche ich schon selber. Salat und das Zeug. Ja, na schön wäre es aber dann schon, wenn Wasser und Strom da wären. Ja, freilich wäre es schön. Hätte es ja leichter mit der Wäsche schon gleich einmal, gell? So halt. Aber weißt du, was einer sagt? Mir ist das eigentlich ganz schön wurscht auch. Weil ich bin ja das als von klein auf schon gewohnt. Ich weiß ja nur, wie ich bei den Bauern war, haben wir noch die Wäsche mit den Händen waschen müssen. Und da ist noch Aschenlauge ist da hergerichtet worden für zum Waschen. Auf Nacht ist da die Aschen reingekommen und so eine Lauge haben die da gemacht. Und der Früh ist das abgesehen worden und dann ist da gewaschen worden. Das weiß ich noch.
auch verdreht erwischt, gell? Weil das zu viel drauf gerübelt wird. Ja, jetzt habe ich wieder einen Strom. Das ist aber so. Auch. Aber du brauchst ihn nicht. Aber solange du einen hast, habe ich auch einen. So, jetzt auch. Du musst wieder fahren. Merci. Servus. Wie ist das mit der Beleuchtung? Viel Lichter gehabt. Petroleum, Spiritus, Kapit, Kerzenlicht, alles nicht. Was er gegeben hat, bis jetzt das Gas ist. Das ist schon das Idealste. Und wie machen Sie das im Sommer ohne Kühlschrank? Ja, gehe ich halt dann jeden Tag zum Grammer. Kaufe ich bloß so viel, was wir zwei brauchen. Oder wenn ich weiß, am Sonntag jemand kommt, dann kaufe ich halt am Samstag ein bisschen mehr rein. Einen Tag hält es mir halt schon. Und wie viele Kilometer sind es zum Einkaufen mit dem Fahrrad? Das sind nicht viel, zwei. 2 Kilometer haben wir. Idyllisch ist das im Sommer schon. Aber im Winter? Da steht auch das Moped im Schuppen. Im Sommer reicht die Propangasflasche für 2 bis 3 Monate. Sie dient der Beleuchtung und dem Zubereiten des Morgenkaffees. Im Winter dagegen, die Tage sind kürzer, die Abende länger, muss sie bereits nach 4 bis 5 Wochen ausgewechselt werden. Voraussetzung für Sandels Teilnahme am Fernsehprogramm sind LKW-Batterien. Gewicht ca. 20 Kilo. Wenn sie gut geladen sind, reicht ihre Energie für 2 bis 4 Wochen Fernsehbetrieb, sommers wie winters. Bei so begrenzter Fernsehzeit gilt es schon, genau hinzusehen, was angeschaut wird. Ärgerlich natürlich auch, wenn mitten in einer interessanten Sendung, bei einem spannenden Krimi zum Beispiel, das Licht ausgeht, beziehungsweise die Batterie ihren Geist aufgibt. Daher wird vorgesorgt. Die Reservebatterie steht jederzeit bereit. Und was ist im Winter, wenn Schnee liegt? Ja, wenn ganz viel Schnee hat. Heuer habe ich ein Mastel gehabt, da hätte ich das ganze Jahr mit dem Radl fahren können. Aber wenn es viel Schnee hat, dann geht es Fuß mit meinem Schlitten, fahre ich nach da rum. Da wird die Schachtel aufgebunden, dann geht es wieder heim. Heuer wird es mir schon ein bisschen schlechter geben, wenn ich zu Fuß, weil ich kann nicht mehr so weit laufen. 2 Kilometer kann ich nicht mehr laufen. Das ist mir schon zu weit. Genau, da muss ich einen nach oben schicken. Aber der bringt mir über die Hälfte bis ich nicht heim. Ja, dann brauchen wir nicht zu viel Geld. Da habe ich gedacht, ja. Trag das Hälfte nicht heim, gell? Weil gleich gebe ich ihm noch keins. Minder hat Angst, der kann es nicht kriegen. Weißt du schon? Mhm. Weil das ist Bären für die Tugend, wenn er geht. Ein Geld brauche ich schon auch. Ja. Ich kann nicht alles von meiner Tasche zahlen. Ne? Sie sind aber schon sehr streng mit ihm. Ja, kann muss man ja, wo kommst du denn da hin? Kann man wohl sagen. Da kommst du ja von vielen auf Stroh. Was gibt's denn heute? Nicht? Du, ich hab das schon mal gesagt, das Haferlschnucker mache ich gar nicht, gell? Hast du auch was drin? Nein. Mach du nicht auf. Das ist ein Mager heute. Oh, ich krieg sowieso nichts essen. Schau hier, jetzt ist schon 12. Und wo haben Sie so gut kochen gelernt? Von der Lornig. Hab ich das gelernt. War bei einem Bauern und die hat gesagt, die beiden auch nicht kochen. Und du, ich konnte schon, du musst das lernen. Und da, bei der war ich auch bloß ein Jahr dort, aber da. Wenn man Interesse hat, lernt man das von selbst. Wenn man kein Interesse hat, dann lernt man es nicht.
Der letzte ist von Haus aus. Ja, ja. Ah, jetzt schnackelt er mir schon wieder durch meinen Grauhofer drin umeinander. Na, er möchte halt auch helfen. Der weiß das auch genau, dass ich das nicht mag. Dann will ich nichts tun, dann wäre ich auch geschickt. Wenn er den ganzen Tag auf der Couch liest und du nichts wie Kreuz und Dressel, da wäre ich auch nicht. Da schimpfe ich schon. Das mag ich nicht. Jetzt muss ich für meine Tomaten stehen, gell? Du bist wieder der Bett, siehst du das da? Das sind vielleicht große Tomaten. Das hat das Gnädelbrot noch nicht hergerichtet. Ich kann jetzt das Gnädelbrot nicht herrichten, das lassen wir mal Ruhe. Ich schneide jetzt erst die zwei Tomaten. Und dann mache ich erst das Gnädelbrot. Nein. Ja, mei. Hast du schon Angst, du kriegst nichts zum Essen, gell? Du kriegst schon was vor. Das wird heute mal ein bisschen länger. So starten wir so. Da hast du dein Holz. Ja. Dann tu das Holz gescheit rein. Sonst kracht's. Wunsch. Nein, nein. Frau Sandl, 6 Kinder großgezogen, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Ja, das geht alles. Das muss man sich bloß richtig einteilen können. Weißt du, dann geht das schon. 6 Kinder großziehen, das war dann das Wenigste. Aber nicht ein Kiwi Wasser aufschleppen und wieder runterschleppen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste.
Zu siebt lebte die Familie 8 Jahre lang in diesen beiden winzigen Zimmern unterm Dach. Das letzte Kind wurde erst später geboren. Den unteren Teil des Häuschens beanspruchte der Vater von Frau Sandl für sich allein. Bis vor kurzem schlief hier ein Enkelkind, jetzt Mutter des ersten Urenkelkindes. Wer macht mir jetzt das ein bisschen? Und wie haben Sie das dann alles so auf die Reihe gekriegt? Das kriegst du auf die Reihe. Eins nach dem anderen. Naja, der erste, der ist 41 geboren, das Dirndl 46. Das geht noch schon. Aber die anderen halt, die haben schon schnell aufeinander. 47, 48. 47, 48, ja. Und 52 und 55. Und die auf die Welt kommen. Das geht dann auch schon. Wenn die größer müssen, dann wieder aus dem Haus schauen. Dann hat es schon hier. Na, aber erstmal mussten sie ja groß werden. Die werden schon groß. Allein die Wäsche? Du musst alles waschen, alles draußen waschen, im Freien. Und wie war das dann im Winter? Da im Freien draus waschen. Genauso wie wenn es jetzt Regen, Schneim und Sturm hat, muss es genauso da hinten im Wald habe ich da gewaschen. Weil man denkt, da hinten könnte es ein bisschen wärmer sein, was schon weiter Hals, aber da war oft so kalt, dass der Tisch gleich die Hände gefroren hat, so kalt war es dem. Pfeffer, wo habe ich denn den? Schnittlauch, habe ich auch noch gebracht. Die Kinder haben aufs Wort gehorcht, sind nie zum Brunnen gegangen, gab es da nie Probleme, haben sie sich Sorgen gemacht? Nein, Brunnen dürfen die nicht hingehen, der ist auch keiner hingegangen. Weil der, die Kunst nicht, du musst Angst um die Klinge da, wenn die den Deckel aufmachen, weißt du schon? Ist auch nie was passiert? Da ist nichts passiert. Die haben zu dem Brunnen da nicht hingegangen. Da haben sie nicht hin, das muss ich so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den brauche, da glaube ich nicht, da wollte ich mir was Besseres. So, jetzt können wir Weißkorallkopf drüber, gell? Das ist doch gar nicht drauf. Und morgen werden alle erwartet? Wer kommt morgen alles? Kommen dann alle 6 Kinder. Ob der Walter, das weiß ich jetzt nicht, gell? Weil der ist ja geschieden, weißt du schon. Die Rosenheimer kommen schon, haben sie gesagt. Und die Münchner und die Ringsburger. Die kommen schon alle. Und die Wasserburger halt sonst. Und was hat der Mann alles für Aufgaben? Sonntag. Nee, überhaupt im Haushalt. Hilft er? Er braucht mir nicht so viel helfen, weil ich mache mir ja das selber. Der darf bloß arbeiten, wenn ich nicht aufstehe. Wenn ich krank bin, dann darf er schon was lernen. Aber sonst im Groß, der hat er jetzt gestern auch schon wieder gesagt. Sag mir die Weiber, die helfen da schon, die kommen schon. Ich sag, da bleibe ich kann, das mache ich jetzt allein. Da stehe ich da früh um 5 Uhr auf. Und morgen muss ich mir sogar meinen Dienstag herrichten, meinen Nudeltag, weil ich mache mal Nudeln. Ja, schauen wir, sind natürlich schon 8, die wieder nicht fertig bin. Einer muss ja schon wieder das Fleisch bringen, dann geht es ja schon wieder auf. Wie alt sind Sie jetzt, Frau Sandl? Ich? Wie alt ich meinen sein bin, dürfen Sie zuerst ruhen. Schätzen müssen Sie jetzt zuerst einmal. Na, so was mit 60, Anfang 60? Oh, ich bin ja schon bald 70. Ja, was mich am meisten betrifft, das ist die Gegenwart und die Zukunft. Ne? Jeder sieht, dass der Wohlstand nicht weitergeht. Ne? Alles ist am Absterben. Die Regierung redet schon monatelang, jahrelang, ne? Vom Waldsterben, aber unternommen wäre gar nichts. Ja, Auto werden aber mehr hergestellt, statt dann zu bremsen dann. Ne? Ja, die freuen sich sogar, weil das Autoindustrie so vorwärts geht. Ne? Aber das ist ein Menschen sein Untergang, die Technik überhaupt. Der Mensch kann sich nicht mehr aufarbeiten und die Natur geht dabei zugrunde. Das siehst du ja. Immer mehr Wälder sterben. Darum habe ich, das ist ein ganz kleiner Pfleg, das sind höchstens so 8 Bergwerke, habe ich 35 Eichen rausgenommen, wo kaputt waren. Das ist ja kein Zustand mehr. Und der Junge, ja, wenn sie die Alten nicht kümmern, darum die Jungen erst recht nicht. Die haben mit dem Wohlstand aufgewachsen. Sie
Sechs Kinder sind in dem Häuschen jetzt aufgezogen worden. Was machen die denn jetzt alle? Ja, sie haben alle ihren Beruf. Der Älteste ist Maurer. Und dann haben wir die Tochter ist in Hochsteckamt in München, Obersekretärin. Und der Walter, der hat Metzger gelernt. Und der Karl ist Maler. Und der Herbert ist auch Maler. Und der Manfred ist auch Maurer. Alles gestandene Berufe. Ja, ja. Ja, ja, die haben ja noch fortgekommen. Die werden halt gut gezahlt, gell? Ja. Und wie wird es sein, wenn Sie oder Ihre Frau mal krank werden? Können die Kinder sich um Sie kümmern? Können Sie hier draußen weiterbleiben? Auch ohne Strom und ohne Wasser? Ja, das, wie gesagt, das ist. Bis jetzt hat uns keiner bereit erklärt, dass er da wohnen wird. Das ist das, deswegen der Strom da war, nicht? Ja. Ja, da hat sich vielleicht einer finden, nicht? Aber so. Bis jetzt schon nicht. Das kann ja sein, wenn wir wirklich einmal krank werden, nicht? Dass uns da nicht im Stich lassen. Ich wäre schlimm auch, nicht? Wenn ein Altersheim gegangen ist, nein, gar nicht. Und von den Enkelkindern? Wie viele Enkelkinder haben Sie denn überhaupt? Sechs. Auch sechs Enkelkinder? Ja, ja. Aber das sind leider zwei Ehen haben geschieden, gell. Und dann haben auch die Enkelkinder sozusagen weg, gell. Die kommen nicht mehr. Bis auf zwei, ja. Zwei kommen noch. Und die große Hoffnung ist das Urenkelkind? Ja, das wäre eine Hoffnung, wenn ich nicht schon so alt wäre. Dann war das freilich eine Hoffnung. Ne? Den darf ich mir schon erziehen. Aber so, das ist keine Hoffnung mehr. Ne? Da wird bis der 10 Jahre das ist, dann sind wir schon bald 80. Ne? Und dann kannst du noch nicht brauchen zu der Arbeit. Ne? Das ist keine Hoffnung. Muss ein bisschen Hoffnung, schneller wachsen. Ja, ich habe es einfach gesagt, er muss schneller wachsen. Ja. Mein Gott, der Mann, der hat nichts für Weilen. Ja, aber Sie sind schon ein sehr junger Urgroßvater mit 68. Ja, kann man schon sagen. Ja. Ich habe schon so gesagt, der Enkeltochter, ja, du magst mich eh heute. Ja, hat gesagt, du musst froh sein, wenn du dann hast. Ich muss ja auch frei sein, wenn du Urgroßvater bist, hat sie gesagt. Ja. So, dann haben die Anschauung. Gell. Ja, ich befreundet habe mit der schon, das ist klar. Ne. Aber für mich ist es keine Zukunft. Ne? Ich muss froh sein, wenn ich erlebt habe, dass ich noch laufen kann. Nicht? Du musst ja aber rechnen, wenn du schon so alt bist, dass da mal was kommt. Hoffnung ist das gar nicht für mich. Ne? Wird er, wenn er erwachsen ist, nochmal einen Wald kennenlernen, so wie Sie ihn kennengelernt haben? Nein, das ist erwiesen. Okay? Das sagt sogar die Regierung, die Zeitung schreibt. Dass unsere Urenkel die Generation mal verfluchen werden. Ne?
Konnten Sie Ihren 6 Kindern etwas von Ihrer Liebe zum Wald vermitteln? Nein, leider nicht. Leider ist mir da keiner nachgekommen. Ich könnte dann brauchen, ja, zur Waldarbeit. Aber die leben halt in der Freizeit. Ich weiß nicht, obwohl sie da im Wald aufgewachsen sind. Aber kein Interesse. Und warum? War die Arbeit so schwer vom Vater? Nein, ich weiß nicht. Die verdienen halt schon früh nicht mit ihren Arbeit, dass sie das auch nicht mehr brauchen. Und dann da hören sie und sehen sie vor den anderen, gell? Die brauchen auch nichts arbeiten am Samstag und so. Da haben wir sich kein Interesse. Das ist bitter für Sie? Ja, schon. Weil ich lasse jetzt auch noch, gell? Und es war auch schön, wenn ich mit einem rausgekommen bin. Der, wo man helfen hat, ne? Der, wo man viel Arbeit abnimmt, das war völlig schön. Aber nur so geht es vielen. Da bin ich nicht allein. Was müsste denn Ihrer Meinung nach geändert werden? Was wäre denn wichtig jetzt? Was müssten wir tun? Ja, einmal umstellen von der Technik, wieder Handarbeit, nicht weniger Maschinen und Autos vor allem. Nicht? Das muss doch nicht jeder ein Auto haben. Das geht das auch. Es sind schon viele Idealisten da, wo mit dem Radl fahren. Bestimmt. Das kann man nicht alle verdammen. Aber und auch also in der Landwirtschaft nicht. Nicht so viel Kunstdünger, die Gülle und alles. Wenn der Wald am Sterben ist, dann müssen wir auch noch leben. Der Wald ist ja dem Menschen sein Fortkommen, sein Leben. Thank you.
kommt er ab München fahren. Mal muss ich fort, das wäre mal nicht langweilig. Die ganze Woche sitze ich daheim. Oft kommt die ganze Woche nicht. Und dann treibt es ihn halt hinaus. Arbeiten kann ich auch nicht dabei. Und dann fahre ich halt einmal auf und da drum, da ist halt was los. Runter gehe in die Fußgängerzone, schauen wir die Leute an, die Stadtmusikanten. Ach, da gibt es ja so viel zum Schauen. Und die ganze Welt ist da vertreten. Und die ganze Menschheit geht da vorbei. Ach, da wird ja nicht langweilig. Ja, heute fahren wir ein bisschen spät drauf. Sonst fahre ich schon beim Vormittag rauf, gell? Machen einen kleinen Stadtbummel. Ne? Der Fußgängerzone bis zum Hauptbahnhof. Schauen wir die Gärtnerei noch, beim Diener und beim Schmitz. Ne? Weil ich habe einen großen Garten daheim. Und da nehmen wir mal was mit. Gell? Wenn ich was wo ich noch nicht habe, dann nehmen wir mit. Ich habe 4000 Quadratmeter Garten. Ja. Die Kiwi haben gut, gell? Die wachsen bei uns auch jetzt. Aber bei mir, die wollen da angeboten werden. Die sind so kleine Früchte. Wie so ein Taubenei. Okay. Da hast du auch nichts mehr lauter Haut. Ne? Die werden so groß nicht. Die tragen ertragreich sind sie, ja. Ja, alles Gute. Und dreiviertel vier, bei fünf fahre ich noch wieder heim. Gehe bis zum Hauptbahnhof noch, und da steige ich noch zu, weil da weniger Leute haben noch, da kriege ich noch einen Sitzplatz. Und noch, das war mein Hobby, sozusagen. Ja, sonst habe ich auch nichts auf der Welt. Das muss man schon leisten können, einen guten Kaffee. Und vielleicht ein halbes Bier, wenn man dann noch ist. Aber für mich war das ein Feiertag. Und den anderen Tag kann ich wieder in den Garten gehen. Da drüben, das sind höchstens 12 Tagwerke, wo Pilze gewachsen sind. Da habe ich mal 6 Autos gezahlt. Ne? Und keiner war weiter weg als 2 Kilometer. Von Schwammel zu, da fahren mein Auto aus. Ne? Das ist ja ein Wahnsinn. Wenn ich schon nicht weit habe, dann fahre ich mit dem Radl. Oder ich gehe zu Fuß. Das muss eine Erholung sein. Das muss wunderbar sein. Aber das gerade, wenn ich zu einem Lungenkranken am Bett sitze, und fragen, ob ich Zigaretten rauchen darf. Das ist genauso viel. Ne? Aber die Welt ist halt einmal so. Die kann nicht mehr bremsen. Die Regierung hat ja auch keine Macht mehr über das Volk. Kein Gesetz gibt es nicht. Und nur so. Lassen Sie es weiterlaufen. Und was ist, wenn wir keinen Wald mehr haben? Was wäre das dann für Sie? Ja, na, es gibt eine Katastrophe. Und das ist ein Volk ohne Wald. Das geht einfach nicht. Der Wald ist lebenswichtig. Und geht einfach her. Und wenn Sie nicht mehr in Ihren Wald gehen können, was ist dann? Was geschieht dann mit Ihnen? Wenn ich nicht mehr in den Wald gekommen bin, nein. Wenn ich ans Bett gefesselt bin. Ach, mein Wunsch ist, dass ich im Wald draußen sterben kann. Das war mein Wunsch. Ja, bloß nicht im Bett. Ich war lange im Bett liegen. Wenn ich sterben muss, dann möchte ich im Wald sterben.